Breitmundfliege. Eine ganz spezielle Fliege. Auch sehr selten gesehen bei uns. Ja, nur zweimal. Ja, zweimal. An zwei verschiedenen Standorten. Genau, ja. Übrigens, das Pferd hat mir vorher sehr gut gefallen. Es kostet, ne? Ja. Diese Masseplanche. Das hat ihm gefallen, ja, dort am Wasser. Ist doch schön. Ja, und was gibt es zu dieser Fliege zu sagen? Sie blöterlet? Ja, sie hat vielleicht etwas Schlechtes gegessen. Also sie nehmen Nektar, aber auch Fäkalien. Oh je. Und so der Farbe nach. Ja. War das vielleicht nicht so gut? Nein, sie lässt es wieder oxidieren. Ja, ja. Und sie sind nur etwa 5 bis 7 mm. Und hinten so stumpf. He? Ja, sie sind also Männchen und Weibchen sind unterschiedlich. Ich glaube, ja. Ja, ich denke, sie, das ist ein Weibchen hier. Sie sind speziell. Und ihre Larven, die fressen im Boden an Pilzen und auch Pilze von befallenen Pflanzenwurzeln. Ah, schau mal, wie süß. Sie schmusen. Ja. Ja, ist das nicht schön. Sie wird auch Kussfliege genannt. Ja, wie die schmusen. So süß. Ich glaube, das ist die Einzige, die das macht, oder? Ja. Oder die Einzige, die bekannt ist, die so etwas macht. Aber das ist 6 gegen Bezahlung. Meinst du? Das ist ein kleines Luder. Das kann sein. Ja. Ja, die macht einen Strich. Jetzt bekommt sie Nektar wahrscheinlich. Ja, nein, das ist klar. Käfer die, oder Wanzen, die fressen ja immer die Weibchen bei ja, der Paarung. Ja. Und diese hier wird gefüttert. Sie braucht dann speziell viel Energie. Kalorien, um die Eier zu produzieren. Wahrscheinlich, ja. 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 Also ich glaube nicht, dass sie den Strich macht, ganz generell. Man könnte das fast. Aber siehst du, sie sehen beide ganz ähnlich aus. Ja. Ja, von der Flügelform schon, aber... Aber hinten... Das Hinterteil ist, glaube ich... Etwas spitzer beim Männchen. Ja, es ja. Muss so sein. Okay. Also eine kleine Differenz muss es schon geben. Ja, ja. Oh, schau mal. Er kann Sex auch freihändig. Ja, ja. Wie Velofahrer. Und dann eine Rückenmassage. Ja, wir sind eigentlich froh, kommen wir zum nächsten. Etwas weniger anstößig im Bild. Die südliche Glanzkrabbenspinne. Und das ist die Dame. Ich glaube, ja. Sie ist einfach größer, die Dame. Ja. Die ist etwa 8 mm. Ja, der Hinterleib ist dicker und ja. Besser gefärbt. Und das hier ist das unscheinbare Männchen. Genau, etwa 4 mm. Aber er droht allem, was er sieht, oder? Ja, ja, er hat auch uns gedroht. Ja. Schau mal. Ja, ja, ja. Schau, ganz böse. Das hat ihn nicht oh, gefallen. Ja, ja. Na gut, das war die Fliege. Aber soll das sie doch fangen, oder nicht? Ja, ja. Oh, schon wieder. Er ist auf Zack. Ja, ja. Ein Wifferbursche. Ja, er war fast immer in Bewegung. Ja, und hier schießt er seine Fäden. Schau mal, jetzt ja, schaut ja. Er noch so seitwärts, wo der Faden hingeht. Er möchte die Pflanze wechseln. Ja, das ist eine Distel oder sowas, oder? Ja, ja. Und das ist stachelig, also ich möchte den auch wechseln. Ja, er hat
Aber er hat auf der anderen gelandet. Okay. Wechselt. Ja, das ist wieder das Weibchen. Ja, schon ja. Ein älteres, ziemlich satt gefressen schon. Ja, ein ziemlich dicker Hinterleib. He? Genau. Was sie hier macht, das ist auch ein bisschen speziell. Ja, Ballett. Ja, wenn du auf YouTube kommen willst, dann musst du etwas bieten, oder? Kannst du noch etwas Generelles sagen über diese? Nein, ich habe nicht, pardon, nichts gefunden über sie. Die Verbreitung. Ich habe mir nichts notiert, leider. Oi. Da verschwindet sie, oder? Ja. Also. Ja, es war einfach eine schöne Aufnahme, wie dieser kleine Kerl hier auf der Stange tanzt. Ja, ja. Aber es war noch schwierig, er war ziemlich in Bewegung. Ja, immer so ganz und kurz runter, ja. Ja, war er in Ruhe. Ja. Ich weiß, ist das wirklich ein Männchen? Ich denke schon, ja. Okay. Hier sieht man gut. Weibchen, dicker Hinterleib. Der muss größer sein als ja. Die Eier, oder? Ja, ja. Und sie war sehr erfolgreich. Ja, sie hat sich da eine Wespe gefangen. Und zwar eine relativ große. Ja. Die Wespe ist noch nicht ganz tot. Sie bewegt noch die Beine. Mhm. Aber eben, wenn wir davon ausgehen, dass sie keine Gefühle haben, dann ja. So noch eine Biene. Ja, ich konnte leider nicht bestimmen, was es für eine ist. Das muss eine Pelzbiene sein oder so. Könnte sein, ja. Sie ist speziell, ja. So eine Bienenhummel vielleicht. Eine Hummelbiene. Eine Hummel? Gibt es das? Das? Ich weiß nicht. Jedenfalls ist sie hungrig. Ja, ja. Und hier ein ganz spezieller Kerl, ja? Ja. Der Soldatenkäfer. Man sieht gut seine Rüstung unten, ne? Wie Lamellen da. Die genau, ja. Wie eine Rüstung. Gut, die Farbe hat er bekommen wegen Militäruniformen. Die waren früher oft ja schwarz und rot. Ja, zu Napoleons Zeit. Ja, ja. Und das ist eben jetzt auch ein Schnellkäfer. Das ist auch schnell. Oder? Ja. Ein Weichkäfer. Das ist ein Weichkäfer, genau. Ja, das ist ein Weichkäfer, ja, genau. Ob er schnell ist, wissen wir das, eigentlich. Ja. Sie sind noch schwierige Schauspieler, weil manchmal wählen sie einfach dünne Stängel und dann fallen sie immer runter. Die Soldaten sind nicht besonders schlau. Es sieht so aus, ja. Sonst würden sie den Frieden lieben. Aber immerhin, er hat so eine Art Herz hinten auf dem Halsschild. Dieser hier, ja. Ja. Er ist vielleicht für den Frieden. Kann sein. Und selbstverständlich sollte es mehr davon geben. Ja, und das war's. Bis später. Bis dann.